bla. Heute ist Dienstag, der 3. Mai 2016. So, ich bin auf dem Weg zur Republika, aber ich bleib nur davor stehen und gehe definitiv nicht aufs Gelände von der Republika, weil, wie ich heute erst erfahren habe, kostet so ein Tagesticket für heute 190 Euro. Und sorry, aber 190 Euro habe ich nicht. Die 190 Euro sind definitiv gerechtfertigt, aber nicht für mich, wenn ich nur 5 Stunden oder so Zeit habe und auf dem Gelände sein könnte. Und deswegen werde ich wohl nur ein bisschen davor abhängen und hoffen, dass ein paar Leute kommen und mich treffen. Oder ich ein paar Leute sehe und treffen kann, und ansonsten werde ich noch ein bisschen Sightseeing machen heute, denke ich. Hier. Sehr schön. Wir haben nur hier vor. Achso, das kalte Ticket. Nee, ja, ein Tagesticket vor. What? 190? 5 Stunden hier sein oder so. Ja, ich habe schon mal einen. Das war echt krass. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe kein Ticket, und der nette Herr, der hat mir gerade sein Business-Ticket übergeben. Name bitte? Stefan. Stefan, danke Stefan. Gerne. Alles klar, danke dir. So Leute, deswegen liebe ich die Republika und die ganzen Leute hier. Das ist immer wie ankommen und nach Hause kommen und so. Ich weiß auch nicht. Und dann kommst du an und denkst, oh scheiße, kannst du dir so ein Tagesticket nicht leisten. Und kriegst ein Business-Ticket geschenkt. Ist das super oder was? Okay. So sieht es in live aus. Ja. Mich hat erst eine Person angesprochen, nämlich die Writing Woman. Dabei wollten mich zu viele ansprechen vorher. Und jetzt frage ich mich, wo seid ihr? Warum kommt hier keiner und sagt Hallo? Ich muss aber auch sagen, die Republika ist extrem voll. Sie ist voller als die letzten Jahre auf jeden Fall. Und ich sehe auch weniger Leute, die ich kenne. Also ich habe jetzt den Nero-Tunes getroffen und ansonsten, ja. Niemand. Merkwürdig auf jeden Fall. Das ist ganz komisch.
Hätte ich 190 Euro ausgegeben für dieses Ticket heute, hätte ich mich sehr geärgert, weil ich habe sehr, sehr wenig Leute getroffen, die ich überhaupt kenne. Noch weniger Leute gesehen, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es voll ist und alle woanders hingehen oder weggehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, ich fühle mich einsam. I'm lost in Republika. Keine Ahnung. Es ist merkwürdig. Ich bin enttäuscht. Auf meinen Aufruf, euch zu melden, mich anzusprechen, weil ich euch Sendezeit gebe, kam relativ viel Rückmeldung. Also mehr als sonst üblich. Und aber ich habe kaum Leute getroffen, die ich kenne. Ich habe den Nero getroffen. Ich habe die Frau Lehmann getroffen, ich habe die Writing Woman getroffen, die mich angesprochen hat. Ich habe den Steve getroffen und noch ein paar Leute, die ich vorher nicht kannte oder nicht wirklich kannte und was auch sehr nett war. Aber ansonsten halt niemanden getroffen. Den Mike habe ich noch getroffen, hier Mike Schnurr. Und ansonsten aber wirklich niemanden gesehen, den ich kenne, und niemanden getroffen. Und das war, die Republika war dieses Jahr extrem voll, kam mir wirklich sehr voll vor, deutlich voller als letztes Jahr. Der Steve fragte mich, ob ich ein bisschen demotiviert bin die letzte Zeit wegen meinen Vlogs und so, und das bin ich eigentlich nicht, weil das Vloggen macht mir Spaß, auch das Schneiden und so, auch wenn ich gerade ein paar Tage zurückhänge. Aber es ist manchmal schon frustrierend, wenn so wirklich nichts zurückkommt, womit man irgendwie noch leben könnte, wenn nicht dann doch Rückmeldung kommt und Leute sagen, ey, deine Vlogs sind total cool oder deine Videos sind schön oder das und das habe ich gesehen, das war cool. Wo man dann sagt, ja, dann teile es doch mal oder sag's jemand anderem, weil das würde mir auch helfen. Und nichts passiert. Und das ist aber noch nicht mal das, was mich so nervt oder demotiviert, sondern Freispecherrecht im Auto. Schafft euch so einen Scheiß nicht an. Bei der Fahrt ja okay, aber wenn ihr im Stehen telefoniert, können alle mithören. Naja, das ist aber nicht mal das, was irgendwie so demotiviert, glaube ich, sondern so alles gerade draußen, außenrum. Wobei demotiviert halt auch nicht das Richtige ist, glaube ich. Wie auch immer. Aber der Tag heute war irgendwie doch ein bisschen enttäuschend. Die Republika an sich kann nichts dafür, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch jetzt nur das enttäuschende Ende für mich, aber und vielleicht bin ich nächste doch wieder dabei, aber ja, momentan nicht so. Das Coolste des heutigen Tages war definitiv der Anfang, wo ich erst sehr schockiert war über die 190 Euro für das Tagesticket und ich wirklich sagte, nee, da brauchst du nicht hinfahren oder so. Das hast du nicht einfach, das Geld. Und da habe ich mich dann entschlossen, doch hinzufahren und ja, in der Hoffnung, dass ich ja vor ein paar Leute wenigstens treffe, oder hab mir überlegt, dann machst du einfach so einen Vlog über Berlin und ziehst durch Berlin irgendwie so ein bisschen. Ja, und dann stehe ich davor und treffe Nero und kurz danach kommt der Stefan und überlässt mir sein Business-Ticket und ich kam auf die Republika. Das ist echt, das war der Hammer. Wäre das am Ende passiert, hätte es mir den ganzen Tag gerettet, aber so, naja, immerhin. Aber ich bin raufgekommen und cool. Ich hätte vielleicht früher von der Republika verschwinden sollen und wirklich noch ein bisschen mit der Kamera durch Berlin ziehen sollen. Naja, egal. Jetzt nicht rumjammern. Jetzt gehe ich zu meiner Tante, dann fahre ich zurück in die Uckermark. Und dann muss ich mal gucken, wie wir es die nächsten Tage machen. Cookie bleibt wahrscheinlich hier. Also nicht hier in Berlin, sondern bei meinen Eltern in der Uckermark. Down ist übertrieben, aber also ihr wisst, was ich meine.
also wenn ich jetzt schon irgendwie, obwohl ich da nicht mehr gesehen habe, was ich aufgenommen habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Stammel von vorhin drin lasse oder drin gelassen habe oder ob ihr die jetzt gesehen habt oder nicht. Wenn ihr die gehört habt, dann, oder gesehen habt, dann kommt ihr bestimmt auch sehr frustriert und demotiviert rüber. Und aber das ist, so ist es eigentlich irgendwie nicht. Dieser Tag heute, diese Veranstaltung heute, also die Republika, die Gespräche heute, all das hat mich mal wieder ganz schön grübeln lassen oder ins Grübeln gebracht. Und lässt mich grübeln, ob ich die richtige Wahl getroffen habe mit dem, was ich gerade mache oder machen will, und die richtige Wahl getroffen habe, wo ich hin will oder wie es weitergehen soll. Wobei das ja noch nicht mal richtig entschieden ist, aber ob das alles richtig ist. Ich frage mich auch, ob ich mit 38 Jahren nicht langsam mal wissen sollte, wo es hingehen sollte. Und naja, auf jeden Fall hat mich das alles ganz schön ins Grübeln gebracht heute. Der Tag im Allgemeinen, die Veranstaltung da und vor allem natürlich Gespräche und die Treffen mit den Leuten, die ich hatte. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wie social ist das Social Web eigentlich? Also dieses oft gesagte Begriff Klassentreffen, das ist die Republika für mich seit diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Wenn ich sehe, wie Leute da auftreten, wie Leute sich benehmen und wie Leute auch gegenüber anderen auftreten, dann finde ich das überhaupt nicht social. Und ich glaube, das verändert sich gerade alles. Also nicht die Republika oder nicht nur die Republika, auch so das ganze Web und die ganzen Plattformen und Netzwerke, die wir so nutzen. Und ich halte Veränderungen nicht mehr für schlecht. Eigentlich ist Veränderung oft oder meistens gut und ist ja auch ein ganz normaler Prozess, Veränderung und Weiterentwicklung und wie auch immer. Ja, aber dieses Klassentreffen ist es nicht mehr. Und dieser kleine Kreis, der wir immer waren, ist natürlich auch nicht mehr. Und ja, ich weiß auch nicht, das verändert sich gerade alles irgendwie und wird größer. Und ich möchte den Begriff Elite jetzt nicht in den Mund nehmen, weil Elite wäre Quatsch. Aber dieser kleine Kreis, der wir halt immer waren, wo man wirklich sagte, das ist wie Klassentreffen oder wie so ein Ankommen und Zuhause sein auf der Republika zum Beispiel und so, das ist es irgendwie nicht mehr. Also mir waren das definitiv zu viele Leute. Und natürlich ist es total schade, dass ich kaum jemanden gesehen habe, den ich kannte, und anscheinend mich auch keiner gefunden oder gesehen hat, der mich kennt. Ansonsten, also wie gesagt, eigentlich wollten mich ein paar Leute ansprechen, oder? Aber mich bringt das alles ins Grübeln, ob das richtig ist, was ich wähle und was ich, wo mein Weg hingehen sollte und all diese Kleinigkeiten. Ja, was ich aber weiß, ist, was ich nicht mehr will, und das ist genau das, was ich gerade mache, und das ist, naja, wie auch immer. Gut, also das war's für heute und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Video und ja, mal sehen, ich weiß es nicht. Also ich. Ja, alles klar. Tschüss. Hi, ich bin Petra Abauer. Im Netz meistens als @writingwoman bekannt, schon seit 2002 auch mit meinem Autorenblog. Und ich habe einen YouTube-Kanal und ich habe wieder angefangen zu vloggen, auch unter dem Namen Writing Woman. Und da ist ganz viel, da sind Gartenvideos drin von meiner Gartenseite, das Sachen für die Mama im Jobseite, die ich auch habe, und Dinge zum Thema Bücher veröffentlichen. Und jetzt bin ich halt wieder dabei, Vlogs zu machen, ganz bestimmt nicht täglich, aber es macht Spaß. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen von Mario dazu wieder inspirieren lassen, endlich mal wieder was zu machen. Und von Snapchat, weil ich so lange keine Videos gemacht habe, das hat auch Spaß gemacht. Und auch auf Snapchat, ja, okay. Snapchat bin ich, Writing Woman. Wer mich verfolgen möchte, ist herzlich eingeladen dazu. Und vielen Dank, Mario, dass ich mich auf deinem Blog vorstelle.